und ich begrüße euch zu einer weiteren Mucki-Lektion. Wir werden euch mit den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau verschiedene Spielmöglichkeiten zeigen. Dazu braucht es ein bisschen Vorbereitung. Wir brauchen für jede Farbe eine Turnübung, die ihr selber dürft, kreieren dürft. Dann brauche ich dir von den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau verschiedene Gegenstände. Egal, was ihr in der Haushaltung findet, sammelt sie und tut sie nachher in der Mitte von dem Spielfeld, das ihr abgesteckt habt, hinlegen, so wie wir das gemacht haben. Wir haben ein Leintuch genommen, dort drauf sind all unsere Grundfarben, Gegenstände, die wir zusammengesucht haben. Und wir haben gleichzeitig noch das Spielfeld markiert mit der Farbe Gelb, wo wir gerade unsere Übung, die wir zusammen erarbeitet haben, kennzeichnet haben. Das gleiche in Grün, in Rot und in Blau. Für das erste Spiel haben wir eine Tasche und in dieser Tasche habe ich jetzt gerade vier Bälle, jeweils in der Grundfarbe. Und Noemi, du darfst jetzt eine Farbe ziehen oder ein Bälle ziehen. Farbe? Gelb. Genau, und das heisst für uns zwei jetzt, wir gehen zum gelben Eckpunkt und gehen dort die Übung machen, die wir vorher zusammen erarbeitet haben. Genau. Da ist das Bälle hier sein. Gelb, wir sind gerade hier. Unsere Übung ist fünfmal auf dem rechten Bein gumpen und dann fünfmal auf dem linken Bein hüpfen. Mit Aufnahme auch heben, wenn es einfach geht. Also zuerst das rechte Bein stehen, auf das rechte Bein stehen und fünfmal hüpfen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wechsel das linke Bein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vielleicht können wir es noch eins allein. Oh. Eins, zwei, drei. 5 und das andere Bein. 1, 2, 3, 4, 5. Wir kommen wieder zurück. Und jetzt darf ich ein Bauli ziehen. Farbe? Blau. Blau. Wir gehen wieder Blauposten machen. 5. Du darfst am Boden hocken. Mhm. Wir Bein aufgeben. Und jetzt gehen wir einmal im Kreis um. Ich drehe das um. Genau. Und dann wieder retour. Und jetzt das gleiche du mit mir. Dann muss ich dir vielleicht helfen. Genau. Und wieder retour. Und dann das Bauli ziehen. Du darfst. Rot. Rot, wir gehen zum Roten. Beim Roten müssen wir zweimal um unser Spielfeld rennen. Gut, los. Um das Spielfeld herum, genau. Was ist der Wasser? Einmal. Und dann darf ich noch das letzte Bauli rausnehmen. Und beim letzten Bauli, grün, ist unsere Aufgabe. Wir gehen hier schauen. Dann machen wir fünfmal den Hampelmann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Die Bauli können wir. So. Für das zweite Spiel sind wir eine Sortiermaschine, Noemi und ich. Das heisst, wir werden zum Leintuch gehen, all unsere Gegenstände einzunehmen und sie dann bei der richtigen Farbe hinlegen. Gut. Achtung. Fertig. Los. Aufpassen, dass man nicht in den Arm hineinspringt.
Ja. Aufpassen mit den Köpfen, wenn man hier immer näher kommt. Immer nur einen Gegenstand nehmen. Geht gegen das Ende zu uns. Voilà. Am Schluss, wenn nichts mehr ist, nehmen wir das Leintuch gerade und legen das auf die Seite. Tipptopp. So. Auf Grund sieht es aus. Und mit dem tun wir doch gerade etwas Kreatives machen. Noemi, welche Farbe? Du darfst zwei aussuchen, welche Farbe hättest du gerne? Gelb. Gelb. Und rot. Gelb und rot. Also, unsere Aufgabe ist jetzt, dass wir zusammen aus den Gegenständen von Gelb und Rot ein Bild machen. Gerade was in unseren Sinn kommt. Und am Schluss tun wir das natürlich begutachten, was es zusammen geben. Ist gut. Mit Gelb. Wir haben Reifen und Köbeli und Chapeau und Leuchtwesten. Leuchtwesten. Kommt gerade etwas in Sinn? Was? Wir könnten mit Leuchtwesten das Männchen zeichnen. Das Männchen, wenn es gerade hier kommt, machen wir, wie wir es dann auch zeigen. Gut. Vor. Ringen und sie. Und dann könnten wir den Ring auf den Kopf und die Chapeau so drücken. Da. Wir haben noch zwei Sachen. Und mehr drei. Drei. Da. Und dann könnten wir... Oder wir könnten Augen machen. Ja. Sehr grosse Augen, eine Nase. Genau, machen hier noch ein lachendes. Ein Chapeau. Gut, wir gehen super. Wir gehen zum Rot. Und am Schluss müssen wir es zeigen. Wunderbar, tipptopp. Dann wollen wir doch mal zusammen schauen, was wir hier gemacht haben. Wir nehmen euch geschwind mit. Eine gelbe Kreation. Wir gehen zu der roten. Und hier daraus haben wir das doch machen. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Dann etwas, was du dich schon darauf freust, nämlich Schwänzli-Fangnis. Das heisst, Noemi und ich tun uns jeweils ein Bändchen, ein Tuch, hinten in den Hosenbund stecken. Und dann probieren wir uns das gegenseitig zu stibitzen. Der das schafft, darf nachher bestimmen, welche Übung das wir gleich machen. Ob die gelbe, die rote, die blaue oder die grüne. Holen wir uns ein Bändchen. Suchen wir etwas aus. Das Bängeli. Gut. Das halbieren. Ja. Und wichtig ist, dass wir natürlich im Spielfeld innen bleiben und auch ein bisschen schauen, wo die Sachen liegen, dass wir nicht gerade draufschalten. Es muss ein bisschen raus schauen. Das darf, ja, das darf ein bisschen raus. So. Ah. Ist gut? Ja. Also. Wir kämpfen um das Bängeli. Wer gewinnt, darf sagen, welche Übung wir machen. Gut. Also, welche Übung dürfen wir? Wo? Herren? Rot?
Jetzt haben wir hier. Wir gehen doch zum Blau. Zum Blauen. Also beim Blauen. Hast du Boden hocken? Ja. Genau. Boden. Die Übung Blauen, die wir dürfen machen. Ja. Oh, das ist weg. Gut. Und dann. Du morgen sind da. Oh. Und dieser Weg. Genau. Gut. Grenzenlos, wie man das natürlich kann spielen kann. X-mal, so lange wie man will. Gut. Uns geht es ja darum, dass wir euch Ideen zeigen können. Und die nächste Idee, die wir hatten, ist, wir nehmen wieder eins von diesen Bauern vom Anfang. Und dann schauen wir, wie nah, dass wir wie mit Kegeln zum Ziel kommen können, zu diesem jeweiligen Fahrpunkt. Das heisst, ich nehme wieder das Bängeli. Darfst du eins ziehen? Das Blaue. Blau, das heisst, wir gehen jetzt zusammen in die Mitte von unserem Spielfeld. Und dann probieren wir am Boden noch so nah wie möglich an, die blaue, an den blauen Eckpunkt herzukommen. Dort, wo das blaue bleibt liegen, gehst du dann herstehen und tust mir das blaue Bauli wieder zuspielen, dass ich dann kann probieren, ob ich näher komme. Ja, so also wie mit dem Kegel. Ja, gut. Dort her. Darfst du auch am Boden schauen, oder? Okay. Ich probiere jetzt näher herzukommen. Auch dort über den Hügel. Oh. Voilà. Ich weiss, wer verloren hat. Nämlich, ich habe verloren. Welchen Posten muss ich machen, Noemi? Das Rote. Das Rote? Wenn du willst, darfst du mitmachen. Was heisst für mich? Drei Mal. Einmal. Gut. Und auch das Spiel könnt ihr natürlich so manchmal wieder wiederholen. Das nächste Spiel, das haben wir Igeli läuft. Und zwar überkommt jetzt Noemi von mir ganz viele Klemmerli als T-Shirt beim Rücken hinten angeklemmert. Du darfst in dieser Zeit auf den Bauch liegen. Ja. Dann liege ich doch gerade so. Ich habe die gelben, die roten, die grünen. Grüne Klemmerli. Ja. Also. Kommst du die hier an Rücken? Die Idee ist dann, dass Noemi ganz langsam vom Bauch auf den, über den Rücken dreht, aber wirklich ganz langsam. Und dort spürt, wie die Klemmerli sich so anführen am Rücken. Aber wirklich ganz, ganz langsam drehen. Am besten drehst du jetzt mal zu mir rauf. Aber ganz langsam, he? Nicht, dass du weh machst. Und dass die Klemmerli Zeit haben, sich abzulegen. Kannst du bleiben liegen? Wie fühlt es sich so? Es ist so stachelig. Stachelig ist auf der Regel, genau. Gut, tut es weh nicht mehr? Nein. Tut nicht weh, gut. Sie sind ab, so wie abgelegen. Wie abgelegen, gut. Und dann darfst du wieder zurückdrehen. Genau. Ich nehme dir gerne die gelben Klemmerli. Aber zuerst schon die wieder abnehmen. So. Voilà. Die grünen weg. Und bei mir darfst du die gelben Klemmerli anmachen. Das ist gelbe. Wie viel? Machst du etwa 6, 7? Da geht es auch darum,
die Fingermotorik, Feinmotorik, das Klemmerli bedienen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und das dann noch immer zu befestigen. Und dasjenige, der Klemmerli hat, darf sich natürlich beim Drehen auch spüren, wo zwickt es, wo tut es vielleicht weh, wo muss ich mich vielleicht anders drehen. Wie tut das eigentlich an meinem Rücken, wenn ich da so Sachen an... Also, ups, sie fertig. Du darfst drehen. Gut, Achtung. Oh ja. Oh. Ich habe eins, das nicht abgelegen ist. Das sticht ein bisschen. Aber dann drehe ich mich halt jetzt so heftig drehen. Und jetzt so. Da muss ich helfen. Genau. Und gut. Und natürlich die Klemmerli auch wieder wegnehmen. Und so kann man die Klemmerli auch mal an den Beinen anmachen. Oder überall am Körper anmachen. Und dann, ja, natürlich immer, wenn man sich dreht, spürt man das. Genau. So wo sie Körper mal spüren. Jetzt geht es darum, ein Barcode zu legen. Das heisst, wir dürfen wieder eine Farbe aussuchen. Welche Farbe willst du? Ich nehme gelb. Gelb? Ich nehme grün. Und jetzt tun wir innerhalb des Feldes die verschiedenen Gegenstände, die in der Farbe gelb und grün sind, am Boden legen. Und dann erzählen wir dann weiter, was geht. Ja. Ist gut. Also. Ich habe gesagt, grün. Ne? So. Nicht zu weit voneinander, also durcheinander, aber nicht zu weit voneinander. Einfach am Boden legen, gerade wie es kommt. Genau. Ja. Hast du gar nicht so viele gelbe Sachen? Ja. Gut. Also. Jetzt geht es darum, dass ich schaue, dass ich nur auf diesen Farben oder an diesen Farben vorbeilaufe oder ankomme, die der Noemi gehören, also gelb. Und Noemi darf nur bei den Grünen vorbeigehen. Also sie darf kein ankommen, der gelb ist. Hä? Also das ist, ich muss schon hier ankommen. Ich muss gelb. 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 Da vorne darf ich noch. Da darf ich noch. Jetzt muss ich durchführen. Mami. Moment. Gelb. 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 Gut. So, mit dir wechseln. Ja. Ich darf nur bei den Grünen vorbei. Du darfst nur bei den Gelben vorbei. Oh, das ist jetzt aber nicht. So. Das ist ein grosses Schritt, den ich machen muss. So. Genau. So ist wieder jetzt grün. Gut. Tipptopp. Darfst du jetzt zu mir kommen? Gut. Das nächste ist etwas, das viele Kinder schon bereits kennen. Das heisst Ziegen, Zacken, Zogen. Welche Farbe ist oben? Dazu nehmen wir zwei kleine Gegenstände. Ich habe hier ein grünes Kugel und ein rotes Kugel. Dann schauen, dass es vor allem in den Kinderhänden gut versteckt werden kann. Dass, wenn man den Füßchen so hat, dass man die Farbe natürlich nicht sieht. Hinten dran duschen. Ich komme vor, darfst du schauen. Ziegen, Zacken, Zogen. Welche Farbe ist oben? Rot oder grün? Rot. Rot ist oben. ich hätte gern, dass du den gelben Posten gehst machen. Auf dem rechten Bein fünfmal. 1, 2, 3, 4, 5. Auf dem linken Bein fünfmal. 1, 2, 3, 4. Und dann darfst du kommen und du darfst.
Ich muss lieber das Ding aufstecken. Ist gut? Warte. Ist gut? Dann warst du. So. Ziege, Zacke, Zoge. Welche Kappe ist oben? Das ist gut. Welches muss ich machen? Das Blaue. Das Blaue? Da musst du mir helfen. Ja. Das heisst, willst du hocken oder willst du drehen? Ich will drehen. Also, was heisst, ich hocke am Boden? Ja. Das geht ein bisschen schnell. Gut. Recht auf. Hocken. Und auch das Spiel könnt ihr natürlich so lange machen, wie ihr wollt. Ja, und dann kommen wir schon zum Schluss. Und zwar darfst du dir wieder die Ballen aussuchen. Blau, blau. Gut, du darfst entweder auf den Bauch liegen oder darfst vor mir herhocken. Jetzt gibt es nämlich eine Rückenmassage. Dann bleibst du hocken. Oder wenn du herliegst, kann ich bei den Beinen, beim Rücken, okay, kann ich alles. Dann lege ich her. Gut. Herrenlegen. So, schräg herrenlegen. Genau. Und dann kann man mit dem blauen Bäuli eine Massage machen. Man kann drehen, man kann vielleicht ein bisschen fallen, man kann mit Druck. Ja? Immer so, dass es aber nicht weh macht, und dann muss man halt manchmal schon fragen. Ganz wichtig, wenn ihr über den Rücken geht, ist, dass ihr nicht zu hart über die Wirbelsäule Druck gebt, sondern dass ihr halt nur fein drüber reingeht und dann auf der anderen Seite wieder weiter arbeitet. Fein drüber rein und mit dieser Seite wieder ein bisschen härter. Und halt fragen, ob das angenehm ist. Mhm. Ist gut, ja. Genau. Bei euch würde es natürlich viel länger gehen. Und auch hier, ganz wichtig, auch die Mami wird vielleicht verwöhnt werden. Und darum darf auch die Mami hier liegen oder hier hocken und sich vom Kind eine Farbmassage gönnen. Das war es mit der Grundfarbe. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt und bringe ganz viele von euren Ideen noch mit rein und geht mal. Suche in der Haushaltung, welche Farben und welche Gegenstände ihr hier habt. Zusammensammeln, Spielfeld abstecken, 4 Übungen zusammen ausdenken, die ihr nachher machen könnt. Und dann könnt ihr schon loslegen. Natürlich braucht es ein bisschen Platz. Ihr seht, darum sind wir auch rausgegangen. Aber auch hier, das kann man sicher irgendwie drinnen machen. Lasst von den Tisch auf die Seite schieben, den Stuhl auf die Seite schieben. Und dann hat man sicher in der Stube mal Möglichkeit, so Spiele zu machen, wenn es draussen eben nicht so schön ist. Wir zwei sagen merci vielmals, wünschen euch viel Spass beim Nachdurnen und ein anderes Mal.